Aortenisthmusstenose. Diagnostik, Therapie und Nachsorge. In Deutschland werden jährlich über 6.500 Kinder mit angeborenen Herzfehlern geboren. Ungefähr jedes hundertste lebend Geborene ist davon betroffen. Damit stellen Herzfehler die häufigste angeborene Fehlbildung dar. Sie sehen hier das MRT einer mittlerweile 29-jährigen Patientin mit einem komplexen angeborenen Herzfehler, bei der als ursprünglicher Herzfehler ein Double Inlet Left Ventricle besteht. Das heißt, beide Vorhöfe sind über ihre jeweilige AV-Klappe, also Mitral- und Tricuspidalklappe, mit dem linken Systemventrikel verbunden. Es besteht zudem noch ein rudimentärer rechter Ventrikel. Durch die verbesserten diagnostischen und therapeutischen Möglichkeiten erreichen mittlerweile über 90% der Patienten mit einem angeborenen Herzfehler das Erwachsenenalter. Während der Anteil der Lebendgeborenen mit einem angeborenen Herzfehler über die Jahre konstant bleibt und auch der Anteil der Kinder mit einem angeborenen Herzfehler seit den 80er Jahren gleich bleibt, nimmt der Anteil der Erwachsenen mit einem angeborenen Herzfehler, den sogenannten EMAS, kontinuierlich zu. Mittlerweile leben in Deutschland mehr Erwachsene mit einem angeborenen Herzfehler als Kinder. Manchmal wird der angeborene Herzfehler erst im Erwachsenenalter festgestellt, so wie bei unserem Patienten, den wir Ihnen jetzt vorstellen möchten. Es handelt sich um einen jungen Mann, der gelegentlich mit dem Blutdruckmessgerät seines Vaters seinen eigenen Blutdruck gemessen hat. Seit September 2014 stellte der Patient bei sich selbst erhöhte Blutdruckwerte am rechten Arm fest. Häufig traten nur noch Kopfschmerzen auf. Es bestanden keine weiteren Beschwerden. Der Patient fühlte sich gut belastbar und trieb regelmäßig Sport, überwiegend Kraftsport. Der Patient ließ den Blutdruck in der Hausarztpraxis kontrollieren. Bei erhöhten Blutdruckwerten wurde eine Therapie mit Lercanidipin und Candesartan begonnen. Darunter besserte sich der Blutdruck und die Kopfschmerzen traten seltener auf. Wenngleich Bluthochdruck eine der häufigsten Erkrankungen weltweit ist, ca. 30% der Erwachsenen leiden daran, so ist eine arterielle Hypertonie bei jungen Menschen seltener und steht dann eher im Zusammenhang mit einer behandelbaren Ursache. Die Aortenisthmusstenose kann dabei eine Ursache darstellen. Diese Diagnose wurde bei dem Patienten von Dr. Barr vermutet. Zur weiteren Diagnostik stellte sich der Patient in unserer EMA-Sprechstunde vor. Die Aortenisthmusstenose, Coarctatio aortae, ist eine Einengung der Hauptschlagader im Bereich des Aortenisthmus, dort, wo in der Fetalphase der Ductus arteriosus eine Verbindung zwischen dem Lungenkreislauf und dem Systemkreislauf herstellt. Nach der Geburt verschließt sich diese Verbindung und es verbleibt noch ein kleines Bändchen zwischen den beiden Gefäßen, wie es hier in der Abbildung zu erkennen ist. Die Aortenisthmusstenose ist der sechsthäufigste angeborene Herzfehler und macht ca. 4-8% aller angeborenen Herzfehler bei Neugeborenen aus. Die Aortenisthmusstenose kann als isolierte Erkrankung auftreten, also nur als Einengung des Aortenisthmus oder auch mit anderen angeborenen Herzfehlern assoziiert sein. Die Therapie der Aortenisthmusstenose kann chirurgisch oder interventionell erfolgen. Im Kindesalter erfolgt wegen des zu erwartenden Größenwachstums bevorzugt die chirurgische Behandlung mit Resektion der Stenose und End-zu-End-Anastomose. Insbesondere im Erwachsenenalter wird bei geeigneten Befunden die Stenose interventionell behandelt. Sie sehen nun die Herzkatheteruntersuchung bei einem anderen als in der Fallvorstellung genannten Patienten. Bei diesem 27-jährigen Patienten besteht eine hochgradige Aortenisthmusstenose, über die hier in der Abbildung bereits der Katheter vorgeschoben wurde. Es erfolgt nun die Platzierung eines Stents an der richtigen Stelle. Dieser wird in mehreren Schritten aufgedehnt. Erkennbar ist, dass die Kerbe dabei immer besser geweitet wird. Abschließend liegt der Stent an korrekter Stelle und die Enge konnte erfolgreich aufgedehnt werden. Im Erwachsenenalter gibt es daher zwei Gruppen von Patienten mit einer Aortenisthmusstenose. Jene, die in der Kindheit operiert wurden und jene, bei denen die Diagnose erst im Erwachsenenalter gestellt wird. Bei diesen Patienten ist der typische Befund eine arterielle Hypertonie, so auch bei unseren Patienten. Im Mai 2015 hat sich der mittlerweile 22-jährige Patient bei uns in der EMA-Sprechstunde vorgestellt. Er weist einen sehr guten Allgemeinzustand auf. Auffällig ist ein leises Herzgeräusch. Die Pulse sind aber überall tastbar. Der Blutdruck unter medikamentöser Zweifachtherapie war normal. Allerdings zeigt sich eine sogenannte Blutdruckdifferenz zwischen den Armen und Beinen. Das heißt, der systolische Blutdruck am Arm war über 30 mmHg höher als am Bein.
Normalerweise ist der Blutdruck am Bein bei gleicher Manschettengröße nicht niedriger als am Arm. Im EKG bestand ein normofrequenter Sinusrhythmus. Allerdings zeigten sich Zeichen für eine LV-Wandhypertrophie mit einem positiven Sokolov-Leinen-Index von über 3,5 mV mit einer gestörten Erregungsrückbildung. Dies können die Folgen eines langjährigen Bluthochdrucks sein. In der transthorakalen Echokardiographie bestand im Aortenbogen eine deutliche Knickbildung und im weiteren Verlauf wurde die Hauptschlagader immer enger und der Blutfluss im Farbdoppler immer turbulenter. Auch die Dopplermessung zeigte Hinweise für eine Aortenisthmusstenose durch die Flussbeschleunigung und den langsamen Abfall des Signals durch die gesamte Diastole hindurch. Normalerweise besteht in dieser Phase des Herzzyklus kein Flusssignal mehr in der Aorta. In der MRT-Darstellung zeigte sich die hochgradige Enge im Aortenisthmus, die mit 9 x 9 mm gemessen wurde. Typischerweise fand sich auch eine poststenotische Dilatation. Der Aortenbogen war hypoplastisch. Zudem bestanden ausgeprägte Kollateralgefäße, also Blutgefäße, die die Stenose umgehen, sodass auch die untere Körperhälfte mit noch ausreichend Blut versorgt wurde. Wegen des hypoplastischen Aortenbogens erfolgt die chirurgische Behandlung. Die Aortenisthmusstenose wurde reseziert und eine Polyester-Doppelvelur-Gefäßprothese mit einem Durchmesser von 28 mm interponiert. Zudem wurde der Aortenbogen bis hin zur Aorta Ascendens erweitert. Wie geht es dem Patienten jetzt? Sehr gut. Zuletzt war er im Januar 2019 in unserer EMA-Sprechstunde. Die Blutdruckmedikamente wurden bereits reduziert. Er nimmt nur noch 8 mg Candesartan ein. Darunter war der Blutdruck normal. Es besteht kein Blutdruckgradient mehr zwischen Armen und Beinen. Das EKG hat sich ebenfalls gebessert, die Hypertrophiezeichen finden sich nicht mehr. Im Ultraschall erkennt man am unteren Aortenbogen zwar weiterhin die Knickbildung, allerdings ist die Aorta im weiteren Verlauf weit und das Flussprofil ist normal. Kürzlich führten wir bei dem Patienten eine MRT-Untersuchung ungefähr 4,5 Jahre nach der Korrekturoperation durch. Sie sehen ein anhaltend gutes Operationsergebnis mit dem chirurgisch erweiterten Aortenbogen. Wie bereits erwähnt, ist die Aortenisthmusstenose reseziert und eine Gefäßprothese interponiert worden. Häufig stellen sich Patienten, insbesondere im jungen Erwachsenenalter, aber auch betreuende Ärzte immer wieder die Frage, ob nach einer erfolgreichen Korrekturoperation oder Intervention regelmäßige kardiologische Kontrollen notwendig sind. Bei den allermeisten angeborenen Herzfehlern ist das tatsächlich der Fall. So auch bei der Aortenisthmusstenose, denn Langzeitfolgen treten häufig auf, auch nach erfolgreicher Behandlung. So entwickeln viele Patienten mit einer Aortenisthmusstenose trotz eines guten Ergebnisses der Operation bzw. Intervention einen Bluthochdruck, der langfristig zu weiteren Problemen führen kann. Im Bereich der ursprünglichen Enge im Aortenisthmus können erneut Engstellen auftreten. Bei ca. 5% der Patienten sehen wir aber auch Aneurysmen der Hauptschlagader, die an ganz unterschiedlichen Lokalisationen der Aorta auftreten können und bei einer bestimmten Größe das Risiko einer Ruptur besitzen. Deshalb soll bei Erwachsenen mit einer korrigierten Aortenisthmusstenose alle 5 Jahre ein MRT durchgeführt werden. Die Leitlinien empfehlen, dass Patienten mit einer Aortenisthmusstenose im Erwachsenenalter mindestens alle 2 Jahre in einem EMA-Zentrum untersucht werden. Wir empfehlen bei Patienten mit einer korrigierten Aortenisthmusstenose Routinekontrollen alle 1 bis 2 Jahre in einer EMA-Sprechstunde. Neben einer Anamnese und körperlichen Untersuchung wird dabei immer der Blutdruck an Armen und Beinen gemessen, ein EKG geschrieben und ein Echokardiogramm durchgeführt. In regelmäßigen Intervallen erfolgt ein Belastungs-EKG und nach Befund auch eine 24-Stunden-Blutdruckmessung. Eine MRT-Untersuchung empfehlen wir alle 5 Jahre bzw. bei bestimmten Befunden dann auch eher. Darüber hinaus beraten wir unsere Patienten, sei es hinsichtlich der Möglichkeit, welcher Sport ausgeübt werden kann oder ob der angestrebte Beruf aus medizinischen Gründen sinnvoll ist. Wir beraten vor einer geplanten Schwangerschaft und betreuen Frauen mit einem angeborenen Herzfehler in der Schwangerschaft. Wir führen eine Sozialberatung durch und fühlen uns auch für andere Anfragen wie die Beurteilung der OP-Fähigkeit oder Gutachten zuständig.